Da sind einfach so Manna-Waffeln drin. Voll geil. Mmh. Halleluja! 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 Okay. Hallo, ich bin's, Kim Lian. Und heute gibt es wieder ein neues Selbstexperiment. Nachdem ich ja zuletzt ohne BH eine Woche lang gelebt habe, habe ich euch auf Insta-Stories gefragt, was ich denn als nächstes machen soll. Und mit das meistgewünschte Experiment ist, eine Woche lang vegan zu leben. Ich stopfe einfach nur alles immer rein, sobald ich Hunger habe. Ich muss mich in den nächsten Tagen einfach unglaublich bewusst ernähren und mit den Inhaltsstoffen meiner Nahrung auseinandersetzen. Starten wir direkt in das Experiment. Rise and shine, pretty people. Ich habe eben mit Entsetzen festgestellt, dass ich überhaupt kein veganes Frühstück im Kühlschrank habe. Deshalb habe ich mich jetzt mit meiner lieben Freundin Nina spontan verabredet zum Frühstücken gehen. Angekommen! Liebe Nina, Dusch! Und wir haben hier jetzt schon die Karte studiert und es gibt sogar einige vegane Möglichkeiten hier. Meine liebste Nina macht das mit mir mit. Wir haben hier einmal ein Müsli. Kokosmilch, Mandeln, Apfel, Lecker. Und ein veganes Krustenbrot. Wir haben jetzt einen Location-Wechsel, wir durften uns raussetzen. Und jetzt gibt es den Taste-Test. Es ist großartig, also allein weil wie viel da drauf ist. 2 hours later. Da ich, wie gesagt, nichts Veganes sonst zu Hause habe für ein komplettes Rezept, bin ich jetzt einkaufen. Und es gestaltet sich hier schon ein bisschen anstrengend, vegane Sachen zu finden, weil nicht überall draufsteht, dass die Dinge auch vegan sind. Also man muss dann wirklich auch auf die Inhaltsstoffe schauen und so. Und so ein Einkaufstrip dauert dann locker mal 20 Minuten länger, als wenn man einfach kauft, was man kauft. Ne? Was in diesem Experiment nicht fehlen darf, ist, was eine Fleischesserin, zumindest Teilzeit-Fleischesserin, zu veganen Wurst- und Käsealternativen sagt. Puh. So, Freunde, ich habe richtig fett eingekauft hier. Unter anderem habe ich auch veganes Fastfood gekauft. Nämlich so Pizza, natürlich auch ganz viel Obst und Gemüse. Ich bin schon sehr gespannt, wie mir das hier alles schmecken wird und werde mir jetzt noch ein kleines spätes Mittagessen zaubern. Ich habe zwar heute Morgen auch Ninas Bowl aufgegessen, also ich hatte 2 Frühstücke quasi, aber trotzdem bis zum Abendessen halte ich es dann auch wieder nicht aus. Brötchen mit Tomaten und ja, das sieht sehr, sehr echt aus, finde ich. Ich würde jetzt, wenn ich einfach so das vorgesetzt bekomme und esse, nicht merken, dass da irgendwas anders ist. Die Konsistenz ist ein bisschen anders als bei richtigem Käse. Also es ist so ein bisschen Jelly-mäßig. Es schmeckt nicht 1:1 wie Käse. Aber wüsste ich es nicht, würde ich jetzt denken, es ist irgendeine Käsesorte, die ich halt noch nicht probiert habe. Kommen wir jetzt zur Wurst. That's what she said. Okay, krass. Schmeckt wirklich wie diese Putenwurst. Der Nachgeschmack, alles ist dem Original nachempfunden. Ich bin jetzt gerade in der Arbeit versunken, die letzten 4 Stunden. Und bin richtig froh, dass ich auch veganes Fastfood gekauft habe. Weil jetzt noch irgendein Rezept kochen, das ich noch nie gemacht habe, wäre mir echt too much. Deshalb schmeiße ich jetzt einfach kurz das hier in die Mikrowelle. Hashtag healthy not. Aber ich glaube, das kennt jeder, dass man sich einfach manchmal sowas gönnt. Und außerdem wartet die letzte Staffel Friends auf mich. Von dem her muss es jetzt schnell gehen. So sieht das jetzt aus. Dazu gibt es noch eins der Brötchen. Und es ist mehr so eine Gulaschsuppe als ein normales Gulasch, finde ich. Sehr wässrig. Riecht aber schon mal mega und sieht auch ganz gut aus. Das ist mit Sojamehl statt Fleisch. Mein Gesichtsausdruck sagt alles. Nein, Spaß. Aber es fällt mir bisher auf beim Käse und auch jetzt hier bei diesen Fleischstückchen, dass alles irgendwie bouncier ist. Fazit, es ist okay. Aber sollte ich jemals vegan werden, würde ich es mir nicht nochmal kaufen. Denn ich finde, wenn ich schon Fastfood konsumiere, das ungesund ist, dann soll es wenigstens dafür richtig geil schmecken. Und das war jetzt da nicht unbedingt der Fall. Und da ich mit diesem Geschmack im Mund jetzt nicht schlafen gehen will und mich zufrieden geben will, habe ich mir noch ein bisschen Mango-Eis gemacht und werde das jetzt noch verspeisen. Zum Frühstück gibt es heute dieses wunderschöne Manna-Knusper-Müsli. Unglaublich, dass so etwas Geiles vegan sein kann. Und Leute, guckt euch das mal an, da sind einfach so Manna-Waffeln drin. Voll geil. Halleluja! Halleluja! Okay.
So lässt es sich vegan leben, ja? By the way, die Milch hier drin ist Mandelmilch. Hello, Freunde! Ich habe jetzt schon ziemlich viele solche Falafel mit Hummus gegessen, während ich das Mittag- und Abendessen vorbereite. Ich habe nämlich beschlossen, da ich heute Abend Besuch bekomme, dass ich das jetzt mittags schon vorbereite. Der Moment, wenn man sich schon gefreut hat, da jetzt gleich noch Fett-Parmesan drauf zu kippen und man draufkommt, dass Parmesan nicht vegan ist! Wow, das ist genau das, was ich mir unter leckerem, veganen, gesunden Essen vorstelle. Und heute Abend gibt es ein Festmahl, nämlich Tacos. Das ist immer so meine Geheimwaffe, wenn ich Besuch mit veganem Essen beeindrucken möchte. Und das war's dann eigentlich auch schon wieder mit dem Tag. Und ich bin sehr happy, dass heute die Gerichte so durchgehend großartig sind. Weil ich muss sagen, gestern ist es mir nicht ganz so gut gegangen. Sowohl nach diesem Fake-Wurst-Käsebrot als auch nach dem Gulasch abends war mein Magen irgendwie weird. Aber da ich mir vorgenommen hatte, das vegane Fastfood unbedingt testen zu wollen, ist es okay für die Wissenschaft. Darauf nochmal ein Mango-Eis. Guten Tag, liebe Freunde. Guckt mal, wen ich hier gefunden habe. Die kleine Pä. Ich esse wieder das Manna-Müsli heute. Und damit es aber so ein bisschen Abwechslung hier auch gibt, habe ich mir überlegt, dass ich das jetzt so ein bisschen aufpimpe und gucke, wie das mit Kokosflocken und frischen Himbeeren zusammenschmeckt. So gut! Jetzt aber genug prokrastiniert und ich werde anfangen, einiges hier zu bearbeiten. Many unbearable hours later. Wer bin ich? Welches Jahr ist es? Wo bin ich? Wer kennt das, Leute? Man arbeitet einfach stundenlang und vergisst dann komplett die Zeit. Was ist hier denn für eine Lichtsituation, Lustiger? Ich bin jetzt schon dermaßen hangry, dass ich keine Zeit und keine Lust mehr habe zu kochen. Deshalb kommt heute mal wieder hier ein bisschen Fertigzeug auf den Tisch. Super gemacht, Kim. Du zeigst der Welt, was für schlechte Essgewohnheiten du hast. Frisst zu viel Fast Food. Aber ja, so ist der Tag halt heute. Ist das endlich fertig? Ah! Geil! Riechen tut es schon mal fabelhaft. Probieren wir. Mega, mega gut. Ich habe keine Ahnung, ob ich heute nochmal Hunger haben werde. Moments later. Entgegen meiner Erwartung habe ich jetzt nochmal Hunger. Und hatte keine Ahnung, was ich da essen soll. Und deshalb bin ich so ein bisschen kreativ geworden. Plus, weil ich nicht nur Gemüse essen will, habe ich mir jetzt auch noch das vegane Schnitzel rausgesucht. Tada! Das ist jetzt das leckere Essen. Probieren wir jetzt noch so eins alleine? Das kann ja nicht sein. Ich kann es nicht glauben. Leute, das schmeckt 1:1 wie Hühnchen. Nice. Guten Morgen, Freunde. Es gibt wieder mein veganes Körnchenbrot heute. Eine halbe Abo, die wieder mal nicht so lecker aussieht, aber ich esse sie trotzdem, weil sie schmeckt immer noch großartig. Bisschen Hummus und so einen Tomaten-Basilikum-Aufstrich. Voila! Und als Nachspeise gibt es jetzt noch Melone. Mittagessenszeit. Es gibt Spaghetti Bolognese in vegan. Hier sind schon ganz viele Karotten gerieben. Zwiebeln werden gerade angebraten. Chiliflocken und so weiter. Ha, es schmeckt einfach nur Hammer. So, und das ist jetzt das Abendessen. Zartweizen mit so Zuckererbsen, Tomaten aus dem Garten, fresh und selbst gezüchtet und Mais dazu und dann ganz viele Gewürze drauf. Und natürlich gab es auch noch eine nice Nachspeise, nämlich Bananeneiscreme, selbstgemachte. Die habe ich auf Insta-Stories auch schon geteilt, wo du mir gerne folgen kannst. Ich bin gerade auf der Jagd nach Futter. Breakfast! Irgendwie ist es super dunkel, aber ich werde es rausschaben mit dem Löffel, das Dunkle, und den Rest trotzdem essen. Denn nichts ist schlimmer als Lebensmittelverschwendung. Voila! Dazu esse ich noch die zweite angefangene Packung von diesen Falafeln mit ein bisschen Hummus wieder. So, Kokosnusswasser, Brötchen, alles am Start. Ich bin hier bei meinem unaufgeräumten Schminktisch. Wir schauen uns das nicht allzu genau an. Jawohl, diese Avocado war definitiv
noch gut. Und ich merke schon beim ersten Bissen, wie gut es meinem Körper tut. Die Balance macht es aus, ne? Steffi und Kim auf der Jagd nach Futter. Wir waren jetzt da hinten im ersten Lokal und leider hat die Karte überhaupt nichts hergegeben. Es gab nur einen ganzen gebackenen Brokkoli und einen ganzen gebackenen Blumenkohl. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr solches leckeres Hasenfutter ganz leicht selber machen könnt. Obwohl es gut ist, aber als Beilage. Es ist super, aber ich brauche auch irgendwie was Festes dazu, sei es Soja oder sonst was. Auf jeden Fall hattest du die Idee, wo wir jetzt hingehen. Wir gehen jetzt zu Bao Bar. Und dort wissen wir, dass das vegane Essen gut ist und da freuen wir uns jetzt schon sehr darauf. Ist das nicht wunderschön? Mit Avocado-Creme kriegt man mich immer sofort. Das ist genau das Richtige. Nachspeise muss natürlich auch noch sein und wir haben auch vegane Optionen gefunden, nämlich Cheesecake und ein Nougat-Nuss-Käkchen. Und ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Unglaublich, was vegan alles möglich ist. Oh mein Gott! Wow! Last but not freaking least. Wir sind jetzt fleißig am Grillen draußen. Ich habe mich jetzt mal hier nach drin begeben, damit ich in Ruhe mit dir sprechen kann. Die anderen essen auch Fleisch. Ich bleibe aber beim Veganen. Ich habe hier so einen Pilz mit veganem Frischkäse gefüllt. Sieht nicht so lecker aus, duftet aber sehr, sehr gut. So sieht das Ganze innen aus. Also es erinnert wirklich stark an Cevapcici. Mhm. Die Konsistenz ist tatsächlich wie von einem echten Cevapcici. Und die Weißwurst, als ob das kein Fleisch ist, Leute. Oh mein Gott. Dazu noch ein bisschen Pilz mit Frischkäse. Mmh. Ja. Alle haben mich noch verarscht von wegen, überlebt sie das? Und ja, Leute, ich habe überlebt und es war richtig nice. Ich kann es jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Fazit ist, ich fühle mich super in meinem Körper. Ich werde einige der Produkte, die ich jetzt kennengelernt habe, in Zukunft nachkaufen für meine veganen Tage, die ich wahrscheinlich noch häufiger einlegen werde als früher. Lass du mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir aber unbedingt mal in die Kommentare, wie du dich ernährst. Isst du alles vegetarisch, vegan, sonst was? Ich bin unglaublich gespannt auf den Austausch in den Kommentaren. Hoffe, wir sehen uns jetzt auch in meinem eigenen Online-Shop, wo ich meine neue Schmuck-Kollektion gelauncht habe. Oder auf meinem Instagram-Account, beziehungsweise dann einfach im nächsten Video. Tschüss!